Hallo meine Freunde und lieben Zuschauer, willkommen zurück zu Subsistence. Wir werden erstmal hier schauen, wie es aus. Ja. Hier sieht es auch noch ganz gut aus. Strommäßig sind wir wieder gefüllt, sag ich mal einfach. So gut. So, dann wollen wir mal vielleicht noch, wenn es geht, eine Solarpaneele aufstellen. Ein Seil, drei Platinen, Klebstoff und Metallschrott. Drei Platinen. Okay, wir gucken mal, das ist noch Metallschrott. Haben wir da. Dann brauchen wir Kleber. Muss ich nochmal. Platinen, nicht? Platinen. Also, ein Seil. Okay. Ein Seil. Können wir noch haben, ne? Ja, können wir haben. Ein Seil. Zwei Platinen. Platinen. Haben wir mehr hergestellt gehabt? Oder? Nein, haben wir nicht. So, schauen wir hier. Ach, hier haben wir ja reichlich Platinen. Naja. Hier. Lösen haben wir auch. Sehr gut. Können wir gleich noch ein paar Patronen herstellen. Mal herstellen bitte. Tue ich das erstmal weg. Oder stelle erstmal Patronen her. Für unser Gewehr brauchen wir Patronen. Hier haben wir noch ein bisschen. Haben wir hier nichts mehr. Gut, sechs Stück. Kommen wir ein Stück weit mit weg. So, jetzt kann man das Restliche hier rein tun. Eisenbahnen haben auch schon mal vorgesorgt. So. Ah ja, Eisen kann ja auch weg. So. Dann holen wir unsere. Es wird schon wieder dunkel. So ein Panel ab. Jetzt mal aufs Dach installieren. Jetzt mal ein bisschen Licht machen. So. So, hoch geht's. So, ja, komm. Öpp. Das ist so schwierig hier hochzukommen, ja? So. Wo ist eine Lücke? Hier auf der Ecke wird auch noch was gehen. Da war es schlecht hinkommen, ne? Auf der Ecke. Na, versuchen wir es mal. Hier auf der Ecke. 8. Jetzt ein bisschen drehen. Ja, so. So geht's auch. Aber auf die Ecke. Zunächst wieder, wenn wir erweitern wollen. Eine Dachplatte oben wieder hinsetzen. Das mit dem Bogen wieder zurück. Hunger haben wir auch wieder. So, gleich mal was trinken. Hin raus, hin rein. Wollen wir erstmal unser Gewehr nachladen. Sehr gut. Mal auch. Jetzt wollten wir Pfeile, wollte ich noch herstellen. Pfeile, Pfeile. Und was zu essen rausholen. Ah, nehmen wir die drei raus. Pfeile. Aber auch würde gerne gebrauchen. Okay, wir haben da 8 Federn. Macht aber nichts. So. Machen wir alle 8 mal herstellen. Man muss ja doppelt rechnen. Also wenn man eins herstellt, kommen immer 2 raus. Wenn man gleich sehen, wir haben hier 14. Wenn der durch ist, müssen hier 16 stehen. Schauen wir mal.
16, jawohl. So. Also es kommen noch 3, 6, 7, also 14 Stück dazu, dann kommen wir auf 30. Das ist immer noch nicht die Welt. So, wir haben hier, ich denke, die sehen schon ganz fertig aus hier. Hier auch, ja. Ja, auch. Gut, dann werden wir mal wieder Tomaten ernten. Oh, sind ja fast alle fertig. So, wollen wir mal wieder hier Samen ziehen. Machen wir erst zweimal. Wir haben ja noch was in der Kiste, oder? Ja, wir haben noch 10 Stück in der Kiste. So, wir haben auch hier wie ein Maschinengewehr hier alles einsehen. Haben wir noch 4. Mal ziehen wir wieder 5 raus. So, dann haben wir das auch. Wie sieht's aus mit unseren Hühnern? Habe ich jetzt nur ein Wasser mit? Oh, ein Wasser. Na gut. Gibt's erstmal hier nur Tomate. Ein Wasser hätte ich ja noch. Ne, geht ja auch. Moment, ich kann auch. Ich muss kein abgekochtes Wasser nehmen. Ich kann auch das Wasser nehmen, richtig? Ja. Ja, ich kann auch das nehmen. Alles gut. So. Mal wieder was zum Händewaschen. Da war noch mal reichlich. Können wir auch gleich mal wegtun. Erstmal hier. Das können wir hier lassen. Tomaten. 40 gehen nur, ne? Ja. Gut. Reicht das auch. Gut, den einen Samen tun wir auch weg. Damit wir Platz frei machen. Dann wieder was gekräftet. Jetzt können wir hier das gebrannte Fleisch reintun. Wirklich wieder anmachen. Und die Stromgeneratoren auch wieder. So, haben wir die angeschmissen. In den Öfen auch mal wieder was nachlegen. Schmelze haben wir nichts. Aber wir müssen unbedingt wieder Holz fällen hier. Können wir ab und zu mal machen. Nicht viel. Nicht die ganze Folge lang. Aber wird's heller langsam? Ah, ich denke, es wird jetzt langsam heller. Ja, wie sieht's aus? Ja, gut. Licht aus. Na gut, bis wir vorher rausgehen, können wir noch mal kurz nach unseren Erdbohrern gucken. Zink, zink. Und der Rest ist Kupfer. Und da müssen wir aufholen. So, auf zur Raffinerie. Nehmen wir wieder ein bisschen nach. So, gucken wir mal in die Kiste. Wie viel Kupfer haben wir eigentlich schon? Ah, das reicht immer noch nicht. Das muss man noch reichlich herstellen. Da werden wir noch dran arbeiten. So. Ja. Federn. Brauchen eigentlich einiges. So, was haben wir? Zwei Hühner schon mal. Also erstmal hier schauen. Nach unseren Hühner fallen. Hier ist nichts. Sind auch Köder drin. Ja, nicht viel. Köder. Ja.
Ja. Tut sich wirklich nicht viel hier. Ah, eine Kiste. Das war nett. Das ist gut. Und Feuerwehr ohne Ende. So, dann geht's wieder in den Wald. Treffen bestimmt wieder auf den bösen Wolf. So wie Rotkäppchen damals. Oben haben wir auch wieder. Gut zu sehen. Wenn sie direkt auf dem Felsen stehen. Ach, haben wir wieder ein paar Pistolenpatronen mehr. Sehr schön. Essen. Hier können wir leicht trinken. Dann können wir auch mischen hier. Hier können wir mischen. Wasser mit Blaubeere können wir trinken. Das können wir auch machen. Oh, der Wolf knurrt schon. Komm her, du Knurrer. Ah, verdammt, daneben. Ja. Pfeile werden immer kostbarer, weil wir so wenig haben. Aber für unsere Schrotflinte haben wir wieder Munition. Der Entwickler hat viel mehr Fiber eingebaut hier. Viel mehr. Weil einige Gamer sich auch darüber beklagt hatten, dass es so wenig davon gibt. Hat der Entwickler mal eben unseren Gunsten die Sache umprogrammiert. Schauen wir mal hier wieder. Manchmal läuft man sich die Haken ab und findet niemals eine große Kiste wieder. Wirklich schon bedauerlich. Der Bach ist ja gleich hier, wenn wir hier die Hände waschen. So. Dann werden wir uns hier mal ein bisschen umsehen. Was ist hier? Gar nichts. Nichts. Außer ein Wolf. Hier. Ah ja, Metallschrott ist immer gut. Ist auch eine Tasche, aber direkt ein Wolf in der Nähe. Wo ist er? Er ist gerade noch hier. Ja, will er mir eine Falle stellen? Oder eben hier noch. Na gut. Ist geflüchtet. Wieso sehe ich keine große Kiste mehr? Kann nicht wahr sein.
können doch nicht einfach von der B-Fläche verschwinden. Ja, komm her. So, weiter geht's. Noch ein knurrender Wolf. Ah, ist ja gut. Komm her. Komm her. Das war die Konsequenz, mein Freund. So. So einen großen Baum können wir auch mal wieder schlagen. Bisschen läuft immer. Da ist ja gar kein großer Baum. Da hinten soll er. Wir haben so ein paar große, dicke Bäume aufsuchen. Vielleicht haben wir da Glück und finden in der Nähe mal etwas Besonderes. Aber so wie es aussieht, auch hier nicht. Schlagen wir trotzdem erstmal ein bisschen durch. Geht da noch, ne? Ja. Platz genug im Inventar. Gut. Wechseln wieder zum Bogen über. Schau mal. Tja. Nicht immer ist die Ausbreite so groß. Man verbringt viel Zeit damit, Dinge zu suchen. Ist auch nichts zu finden hier. Großartig. Kisten oder etwas Besonderem. Tja. Gut, dann gehen wir wieder hier ein wenig an den Strand lang. Fahren wir hier das Gebiet ab. Schauen ein wenig auf die Anhöhe. Ob wir was sehen können. Ja, Wetter ist durchwachsen. Vögel am Himmel. In den Spiel steckt schon ein bisschen Leben drin. Könnte durchaus noch mehr werden. Sieht's aus mit Essen? Können wir auch wieder was trinken? So. Was haben wir da? Ein Hühnchen? Ein Hühnchen. Ja, was schaffen? Wir haben es geschafft, aber lebt es noch? Oh no. No. Hat es wieder nicht überlebt. Oh. Das sieht ja mal gut aus hier, ne?
vielleicht zwei am Ufer. Und dort hinten auch. Viele blaue Taschen. Munitionstaschen. Ist nicht verkehrt. Aber dennoch, ich hätte gerne mal wieder eine Raritätskiste. So. Machen wir den großen Baum auch mal, wenn es geht. Ja. Wunderbar. Ach, hier haben wir gleich wieder eine. Sagen wir nicht nein. So. Da hinten ist auch eine. Hier auch. Nehmen wir erstmal die Metallschrott. So. Und diese. Meere können wir so essen. Aha. Schon gesehen. Und nichts Überragendes weiterhin zu finden. Da haben wir noch Hühnchen. Nehmen wir einen anderen Bogen. Versuchen wir es mal. Ja, und? Hat es auch nicht überlebt. Haben wir noch Platz? Ja. Leider auch nicht. Gut, dann schlagen wir wieder einen Baum ein. Waren wohl nur ein Schatten. Ich habe gedacht, er wäre in der Tasche. Die hat sich dann vor meinen Augen aufgelöst. Na, Wolfi. Wollte zum Bad nehmen. Komm her. Komm her. Verjag nicht meine Hühner. Pfeiler über Pfeiler. Ah, das schön. Das könnte ruhig öfters mal am Boden liegen. Ach, da hinten ist die große Kiste. Na, endlich. Endlich haben wir mal Glück und haben mal eine große Kiste. Dann wird da mal Zeit. Wird da mal richtig Zeit hier. Verdammt. So, machen wir gleich glatt noch hier ein Foto hier. Das wurde aber auch Zeit, Junge. So, komm her. Wie viele Stunden habe ich wieder verbracht? Ah, keine Waffenteile drin. Ja, das ist ja mal wieder. So, was können wir denn? Was können wir denn nicht rüber tun? Ja? Das auch. Das. Das nicht, das aber. So, müssen wir schauen. Das können wir ablegen. Können wir alles essen? Nein, alles geht nicht. Die zwei. Gut. Fasern auf jeden Fall. Dann immer mit
Brauchen wir nicht unbedingt. Das nehmen wir mit. Leder haben wir ja genug. Mal weg. So, ich würde sagen, das war's mit der Sortiererei. Jetzt geht's wieder auf. Sollte. Unser Inventar reichlich voll. Müssen wir erstmal wieder was ablegen. Unsere Fallen, naja, erfüllen nicht gerade seinen Zweck. Aber nun. So, hinein. Hinein in die gute Stube. So, wollen wir erstmal hier ablegen. Das kommt hier hin. So. So weit, so gut. Und das hier Glasplan, ne? Glasscheiben, ja. Glasscheiben. Ach, wieder mal Essen verfault. Junge, Junge. Okay, dann wieder 4 Stück, das heißt 8 für 8 Pfeile. Immerhin. Also, macht unseren Ofen, unser Ofen hier. Gut. Salbe. So, ich auf Fresseln. Auch. Guck mal hier. Metall weg. Gut, dann werden wir unsere Pump-Tank mal aufladen wieder. Gut. Der Rest kann das mal weg. Dann brauchen wir was zu essen. Pfeile können wir auch wieder ein paar herstellen. Dann brauche ich diese hier. Pfeile, ja. Holz muss ich später mal wieder schlagen gehen. Pfeile. Segelstöcker und hier. Federn. So, komm her. Mach mal noch ein paar davon. Die 18 Stück, die können ja auch weg. Ne? Nee, auch nicht. Auch nicht weg. Alles gut. Fett. Aber zu wenig. Mal abwarten. Essen ist fertig. Essen ist fertig. Dann haben wir jetzt so viel Essen. Ich ja doch hier weg tun. Die reichen nämlich satt aus. Das hier rüber. Was haben wir hier noch? Mal ein bisschen Wasser holen. Ja. Mal eben hier nach unseren Beeten. Das reicht gar nicht, das Wasser. Oh Gott, müssen wir noch mal. Müssen wir noch mal uns vom Seewasser bedienen. Jetzt von meinen Hühnern. Mit Fallen sehe ich nichts. Ne? Oder? Ja, sieht nicht so aus. Tut sich nichts.
Gut. Alles versorgt. Oh, mein Bogen muss ich mal reparieren. Da haben wir eine Schmelze. Noch nicht allzu viel. Schmelze. Na gut, dann machen wir das mal weg tun. 1, 2, 3, 4. Bauen alles so wieder auf, dass wir wieder starten können. Die Fasern können erstmal weg. So. Schauen wir mal, was wir hier nachtanken können. Oh ja, reicht nicht. Das war's. Wir haben noch zwei Tanks über, die wir nicht befüllen können jetzt. Ja, so sieht das dann aus. Hier kann man noch ein Stückchen essen, denke ich mal. Ja. Wieder trinken. Wieder mal. Achso, wie sieht's mit dem Beten denn aus? Und auch Wasser und so haben wir auch versorgt. Kommt hier eben weg. 1, 2, 3. Muss man gleich so. Gut. Wenn wir noch einen so einen niedrig herstellen, ich hätte mir mal gerne zwei. Wetter, Eisen, Fragmente und Metallschrott. Metallschrott. Oder braucht man? Haben wir. So, dann brauchen wir nur noch hier diese Eisenfragmente. Wenn wir noch einen Dietrich herstellen. Zwei haben. Wer ist jetzt in der Herstellung? Würde ich wieder wegpacken. In der Zwischenzeit wird der Dietrich gekräftet und wird wohl gleich fertig sein. Ist auch schon fertig. So, dann haben wir die zwei auch. So, meine Lieben, das war es in dieser Folge wieder einmal. Ich hoffe, ihr seid in der nächsten wieder mit dabei. Ich wünsche euch alles Gute. Bis dahin, euer Ernest Potter.